Wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen, ne? Willkommen zurück zu einem neuen Video aus der Stahlschmiede aus Friesland. Heute mal aus dem Bereich, wie wollen wir es nennen, Akkugartentechnik? Ja, nennen wir es so, ne? Also im Hintergrund hört man die Ladegeräte rauschen vielleicht ein bisschen. Mal gucken, ob es trocken genug ist. Ich will eigentlich noch ein bisschen Rasen mähen heute, weil das muss eigentlich auch mal wieder passieren. Allerdings, dort ist es noch alles recht feucht. So, und jetzt muss ich hier mal schauen, weil, ja, das muss eigentlich auch noch mal ab. Und das ist heute noch einigermaßen trocken und es soll die nächsten Tage regnen. Bevor man dann hier wieder nicht raufkommt, muss das eben ab. Bevor ich das aber mache, weil jetzt sowieso die Akkus müssen erstmal laden. Das dauert eben dreiviertel Stündchen, bis die Akkus voll sind. Und dann wollte ich eigentlich auch schon mal anfangen mit Grabenaufreinigung. Jetzt gucke ich mal eben, wie es hier meiner Blumenwiese geht. Na, also hier ist immer noch, also es ist Herbst, ne? Wir haben Oktober. Und hier ist es immer noch am Blühen und Tun und Machen und die Insekten fühlen sich wohl. Ja, hier ist halt nicht viel geworden, aber nützt ja nichts. Dieses Gelumpel ist jetzt mittlerweile eingegangen. Ja, und ich hatte auch noch mal Luzerne. Ich glaube, das hier, ist das Klee oder ist das die Luzerne? Das könnte die Luzerne sein. Die ist tatsächlich aufgekommen. Man soll sich wundern. Dann plötzlich. Das ist Luzerne, ja. Ein paar von den Pflänzchen sind aufgekommen. Mega gut. Ja, gut, aber das wird auch demnächst dann irgendwann nochmal, wenn es dann alles verblüht ist oder wenn es kaputt gefroren ist, wird es einmal übergemäht. Beziehungsweise kommt dann ja auch wieder Osterfeuer drauf und dann nach dem nächsten Osterfeuer nächstes Jahr kommt dann nochmal ein bisschen, ja, irgendwas ein bisschen zum Düngen drauf. Und dann kommt da wieder Blumenwiese rein. Na, mega gut, weil das ist einfach herrlich. Ja, schon sehr cool. Ja, hier rundherum, man sieht so ein bisschen, es ist wieder Land zu sehen. Der Mais ist ab. Haben sie jetzt vor ein paar Tagen hier gehäckselt, ist alles gut runtergekommen. Ich war nicht da, ich war auf dem Campingplatz. So, wir haben die erste Campingtour gemacht mit dem Wohnwagen. Campingplatz am Ottermeer in Wiesmoor war super. Na. So, was jetzt aber ansteht, ist halt Grabenaufreinigung. Vor 2 Jahren bin ich ja einmal mit dem Bagger hier lang und habe den Graben nochmal einmal eine Sohlreinigung gemacht. Und jetzt ist das natürlich alles wieder ganz schön zugewachsen. Und damit der das Wasser abführen kann, muss das ausgemäht werden. Ja. So, das mache ich mit dem Freischneider, mit dem Akku-Freischneider. Ich glaube aber nicht, dass ich jetzt damit mit dem schon anfange. Obwohl, es ist jetzt sehr schön, da werde ich das heute, das schaffe ich heute alles nicht. Ich habe nicht so viel Zeit heute. Das ist das Problem. So, wir fangen klein an. Weil auch ein Graben, der natürlich auch wichtig ist, ist der, der da vorne lang geht. Zack. Weil der entwässert nämlich die Regenfallrohre vom Stall. Und das muss ab. Moin! Kick, Senior ist auch da. Und da dachte ich mir, da fange ich jetzt mit an, weil dann können die Akkus in der Zwischenzeit laden und dann machen wir das einfach mal. Ja, ich munitioniere mal die Sensor auf und dann geht das los. Thank you.
wenn man bedenkt, das haben wir damals mit der Hansense gemacht. Na, so, jetzt ein paar Meter in so ein paar Minuten. Ich hole jetzt die Forke, räume das raus und dann ist das erledigt. Also wieder mal zeigt sich, es ist total angenehm. Du hast den Lärm nur dann, wenn du auf den Knopf drückst. Du musst hast kein Benzinergestank oder sonst irgendwas. Du hast nicht die ganze Zeit das Motorbrummen im Kopf. Das geht unfassbar schnell. Akku rein und ab dafür. Ja, und zack, jetzt innerhalb von 5 Minuten, was sind das jetzt, 10 Meter, eben rausgemacht. Das machst du mit der Hansense nicht so schnell. Und ja, ich habe jetzt hier so ein Dreiecksmesser, das hatte ich noch liegen. Und das funktioniert ganz wunderbar. Ja. Vielleicht mal die Rastpfannerkante auch noch eben schön und dann hole ich eben die Forke, hole das raus und dann haben wir schon mal 10 Meter Graben aufgereinigt. Na. Ja, mach das bitte nicht unbedingt nach. Ich habe jetzt hier keinen Schutz dran. Normalerweise gehört da noch der große Schutz hinten dran. Ich persönlich mag es so lieber, ne, so erfahrungsgemäß, weil ich halt dann besser halt an der Schräge lang. Beziehungsweise ich empfinde das einfach ein bisschen handlicher. Normalerweise sollte man immer diesen Schutz davor haben. Ja, ich hole mal die Forke und hole ich den Dreck mal raus. Kick, das sieht doch schon ganz manierlich aus. Da kann das Wasser jetzt wieder fließen. So, dann mach ich mal die restlichen Meter. Junge, jetzt wird es dann doch warm. Also Pullover muss gleich aus. So, das ist jetzt nur mal so, um ganz kurz zu zeigen, wie wird hier in Ostfriesland, wie werden hier eigentlich die Gräben aufgereinigt. Das ist eine Maßnahme. Natürlich, Bagger mit Mähkorb wäre natürlich noch schöner. Dann kann man da natürlich auch im Schnellmeter machen. Das ist eine halbe Stunde, ist das erledigt. Aber ja, es ist immer Handarbeit. Früher haben wir das immer mit der Hansense gemacht. Und wenn man dann ungefähr so wusste, alles klar, hier und da bleibt das Wasser immer noch ein bisschen stehen, dann ist man dann mit dem Spaten nochmal hinterhergegangen mit der Schaufel und hat dann die Sohle nochmal geräumt. Ne? Aber so sieht das ganz gut aus. Da vorne guckt so ein Stock raus, da ist der Auslauf von dem Fallrohr, der ist frei. Und von dem Fallrohr, der Auslauf, der versteckt sich hier vorne, wo der T-Griff sitzt, nämlich genau da. So, das ist alles frei. Jetzt kann das Wasser schön wieder abfließen. Das ist schier und schön. Ne? Ja, das ist jetzt für dieses, was ich jetzt hier gemacht habe, ist das jetzt eben, boah, was waren das jetzt? 20 Minuten, eine halbe Stunde? Keine Ahnung. Dann hast du in kurzer Zeit schon ziemlich viele Meter gemacht. Ne? So, und das ist ordentlich, es ist sauber. Den Müll hole ich da noch weg. So, und jetzt kann das Wasser abfließen. Und das ist mal wieder so ein schönes Einsatzbeispiel von dem schönen Akkufreischneider. Und auch hier mit dem Tragegestell lässt sich das echt komfortabel tragen. Ich bin da nach wie vor echt begeistert von. Was hat der schon hier gemäht? Na, ihr seht das ja gar nicht alles. Ich habe die Geräte ja hier, um sie zu testen, um zu gucken, taugen sie was. Aber jetzt auch hier, um das dann an der Kante zu arbeiten, geht das ganz wunderbar. Und was mir halt auch gefällt, ist halt einmal hier der Schnellverschluss, zur Not hier Panikentriegelung. Und dann hier halt das Lochblech, womit man dann halt die Höhe für sich einstellen kann. Ich führe sie meistens immer ein bisschen zu hoch. Ich könnte sie ein bisschen tiefer führen, aber nö, es geht. Na, so, meine Haare nerven mich. Ah. Ja, so. Das war jetzt ein kleines Workout für heute, wie man auf Neudeutsch sagt. Na, das geht jetzt erstmal rein. In den nächsten Tagen mache ich hier bestimmt nochmal weiter. Oder nächstes Wochenende. Mal gucken, je nachdem, wie sich das Wetter hält. Und dann werde ich mich jetzt ans Mähen machen. Oh, ein Fasan. Schön. Die Herbsttiere kommen. Ja, und dann ist hier auch schon wieder Feierabend. Aber das wollte ich euch auch mal kurz gezeigt haben. Grabenpflege mit dem Akkufreischneider. Das geht so wunderbar. Herrlich. Und vor allen Dingen ohne großen Lärm, ohne Benzinklärerei, sonst irgendwas. Das geht richtig, richtig gut. Ne? Ja, und dann mal gucken,
Der Winter steht ja vor der Tür. Ich mag noch gar nicht, dran denken. Ich bin eigentlich immer noch vom Kopf her noch komplett auf Sommer eingestellt. Und jetzt ist es so schön, auch verhältnismäßig warm. Wir haben, weiß ich, wir haben 16, 17 Grad draußen und die Sonne wärmt so richtig gut. Oh, herrlichstes Wetter. Und ja, siehst du, ich habe jetzt so schnell gearbeitet. Wie gesagt, eine Dreiviertelstunde brauche ich eigentlich, bis die Akkus geladen sind, aber nö. War zu schnell. Herrlichstes Wetter jetzt noch. Schöner Spätsommer. Ah, ja, man mag noch gar nicht an Herbst und Winter denken, aber das kommt jetzt ja bald. Ne? Das ist ja das Blöde. Nützt ja nichts. Aber dann kann ich auch da drin wieder ein bisschen mehr machen. Ich habe noch ein paar Ideen und ein bisschen was vor. Mal gucken, wie ich das alles zeitlich verpackt kriege. Aber ja, werden wir schauen. Ne? Ein paar lustige Sachen kommen dann noch. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn ja, ihr kennt das ja, Daumen da lassen. Wenn ihr mehr über den Freischneider wissen wollt und in der Videobeschreibung verlinke ich euch den nochmal, könnt ihr euch das gerne angucken. Ja, und ansonsten bestellt ihr den Kramer Fachhändler bei euch vor der Tür. Schöne Grüße von mir, ne? Speziell wenn ihr hier aus dem ostfriesischen Raum seid, wenn ihr mal zur Firma Dahlmann nach Mitte Große Feen fahrt. Ne? Liebe Grüße an Jörg und seine Mitarbeiter. Ja, so. Ich brauche jetzt erstmal was zu trinken. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Onkel Jan. Tschüss.